Bock auf den Rücken hätte, glaube ich. Ja, das gibt's nicht. Das war der Scharfschütze, der war schon unten da. Ja, jetzt steht wieder eins, sagt die Kollegin gerade. Ja. Aber kann passieren, dass sie so plötzlich losspringen wollen, irgendwo hin, also wenn einmal der Griff ein bisschen locker ist. Er hat uns ein bisschen eine andere Wollfarbe mal mit in unseren Zoo gebracht, weil meistens hatten wir nur schwarze, weiße und graue Tiere. Ja, und der hat jetzt so ein bisschen schönes Rotbraun. Und da sieht er komisch aus. Ja. Ja, die ist schon noch Pudel. Ja, manche Tiere sind auch kitzelig. Und wenn es dann so an die Beine geht, das möchten wir dann gar nicht. Was wird damit gemacht? Der Wolle? Der Wolle? Ja, manchmal hat man Interessenten, die könnte man kaufen, aber ich meine, ist ja nicht so viel, irgendwann ist ja dann auch Schluss. Aber mit der Bearbeitung oder Verarbeitung ist es ein bisschen, also viel Handarbeit und man muss viel Zeit reinstecken. Die muss ja gesäubert werden, aufgelockert, bevor man die binden kann. Also da sind viele Schmutzpartikel drin, gerade hier vom Heu, von der Anlage mit Steinchen und so. Aber Liebhaber, für die ist das eine schöne Wolle. Sehr atmungsaktiv, Luftfeuchtigkeit so ausgleichen. Also, wer Wolle tragen möchte, kann das durchaus tun. Wir halten den richtig fest, nicht fest. Ja, dann ja, passiert doch nichts, der hat doch die Nase frei. Dann mal Luft holen. Der muss dann auch gleich wieder weiter, der hat heute auch noch andere Termine. Ach, sehr gut. Ja, früher haben die Menschen ja das alles so mit so einer Handschere gemacht, ja. Ja. Und auch in den Anden, also in Südamerika, die Völker dort, ich denke mal, die werden auch nicht alle Elektrogeräte haben, ja. Die haben natürlich damit auch viel Arbeit. Wenn man jetzt weiße Tiere hätte, könnte man auch die Wolle noch färben. Ja, wenn man jetzt schön bunte Farben haben will. Die Südamerikaner, die haben ja gerne rote, blaue, also richtig bunte Farben. Wenn man das sieht, was haben die benutzen auch, das ist wunderbar. Da gibt es auch Gegenden, die Männer arbeiten auch mit Wolle und stricken darüber ihren Rücken selber. Ja. Jetzt sieht der fast die Wolle aus. Ja, aber klar, machen Sie mal. Dankeschön. Dankeschön. Gott, da sieht man ja ein Menschheitstier. Das ist kein Augenblick zu können, ist hier ran. Ich auch noch, ich sehe ja was. Ganz in Länge, ne? Kommt ein bisschen was zusammen. Ein bisschen.
Ich muss meine Beine selber rasieren. So. Für mich macht das keiner. Guck mal, das ist ein Stück. Und der rutscht weg. Der will nicht. Der lässt sich auch mal fallen. Die sieht lustig aus. Ich denke, bestimmt kann ich loslaufen. Ne? Mensch, die sehen ja richtig schlank aus. Der Schafscherer kennt unsere Tiere auch schon. Also er war schon mal da. Ich habe noch nicht gefallen. Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht, Schatz, die kommen nicht mehr gleich. Vielleicht stehen sie ja irgendwo. Beste Aufmachung. Aber Papa weiß Bescheid, dass wir hier sind. Er hat doch gesagt, noch stand mal vor, die werden mir gerade geschoren. Papa weiß Bescheid, dass wir hier sind. Wir lassen hier mal alles abscheren. Also wir lassen nichts gehen jetzt. Ja, genau, da bin ich auch schon gespannt drauf. Jetzt haben wir einer mit dem Rumpf. Von mir auch. Ja. So, Kollege, jetzt haben wir dich mal auf die andere Seite. Der hat aber ein weißes Bein und eine weiße Socke. Du machst mal als ein Finkel Skinhead. Ja. Das ist eine Waage. Eine Waage. Da hängen sie dann nachher den Bock dran und dann können sie biegen, wie schwer das fällt.
von den Alpaka war. Für die wollen wissen, wie schwer viel. Ja. Oh, jetzt war es. Ich hätte ihn schon gesehen. Ja. Ich hätte ihn schon gesehen. 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 Für jedes Tier ist ein Korb. Da steht der Name dran. Ich weiß nicht, was ihr damit macht. Nein, für jedes Tier ein Korb. Zwei Tiere werden nicht. Zwei Mädchen werden noch geschoren. Vielleicht machen sie die anderen später. Das wird eine Störung und die andere, das wird nicht so lange dauern. Vielleicht heute Abend dann. Das kann sein, ja. Das kann sein. Die wollen mir meine Beine jetzt und die anderen nachher, dass sie sich nicht so ablenken lassen. Aber vielleicht noch ein Junge und ein Mädchen. Nein, wird das wieder Junge. Und kann man auch nicht sagen. Das ist doch doof. Ja, dann halten sie auch noch nicht. Ja. Dann mag er es nicht. Naja, ich würde es auch nicht mehr, wenn ich hier am Hals vorne. Ja. Die muss erst noch gesponnen werden, damit es gut wird. Mal sehen, was er nimmt. Der Wind von Konto? Ja. Und eher von? Von der Seite. Das ist ganz frei, wo ich da vor sie rein. Bist du mit zwei?
Müsste man den ja nicht festhalten. So, das bestimmt nicht. Das kriegt es wahrscheinlich. Sieht das schön aus. Das ist sehr publikumswirksam. Ja. Ja, da müssen wir den aber festhalten. Ja. Oh, der Arme. Das war am Ohr. Ich weiß gar nicht, was sie für Geräusche machen. Das ist doch schlimm. Das tut doch gar nicht weh. Der Märte zappelt. Sieht ein bisschen blöd aus. Ja. Wie so ein Schlangen. Ich habe auch noch einen Alpaka ohne Fell gesehen. Oder Haare. Ich werde mir nicht stehen. Wie so ein Pferd mit Schlangen. Wollen die Seite die wirklich fertig? Dann wieder. Ist ein bisschen verstört, ne? Ja. Jetzt wiegt es. Ist so nervös. Guck mal, die Frau wiegt den Korb jetzt. Immer noch ganz kritisch bei den Männern. Ja, das hörst du nicht. Weg rein könntest du hin. Ja. Der nächste ist in die Ecke gehen. Die nächste Ecke. Ja, ja. Macht er nicht. Gringo.